Und da sind wir wieder hier zurück bei Evoland. Jetzt hier in dieser Höhle auf der Suche nach dem... Ja, was suchen wir eigentlich, John? Also, wir sind auf der Suche nach Abenteuer, Reichtum, Macht und Ruhm. Ah, krass. Du hast sie echt spontan mal eigenes einverlassen. Ja, eigenes. Also wirklich grandios. Ja, ja. So, hier müssen wir die Dinger wahrscheinlich verschieben. Machen wir auch gleich mal. Bist du sicher? Ey, oh Scheiße, ich bin mir absolut sicher. Und ja. Oh, du hast uns ein Lösungsbuch geguckt. die Lösungsbücher. Das war auch noch eine Zeit, wo es das Internet nicht gab, ja, ne? Man wirklich Lösungsbücher und so Tastenkombinationen und Sheets vor allem. Oh, jetzt wollen sie das aber wissen. Wow. Hier wäre vielleicht eine gute Idee mit Pfeil und Bogen. Tatsächlich. Distanz irgendwie. Da hast du wahrscheinlich sogar recht. Wow, Scharfschütze. Boah, die halten ja nicht mal weit aus. Cool. Na, die sind sehr anfällig anscheinend gegen Pfeile. Okay, das ist schön, wie du neben denen stehst und einfach... Ah, da kommt noch einer, ist klar. Übertreibt es halt. So. Gut, ich glaube, die mache ich dann doch tatsächlich so platt. Ich stelle mich aber auch gerade an. Aber das hat er sehr gut im Griff. Es geht, es geht, es geht, es läuft. So, zack. Sehr gut. So muss das. Gleich nochmal ein Herz. Und mal sehen. Da oben sind auch Risse, ne? Naja, wir gucken mal. Wir haben jetzt Bomben. Erste Amuletthälfte. Stimmt, wir brauchen ja diese zwei Amuletthälften. Deswegen sind wir hier, genau. Für die Zitadelle da. Genau, den Turm da, ja. Stimmt. So, dann Bombe hier. Bomberman-mäßig. Geil. Ausgrabungen. Ihr habt mit einer Bombe eine rissige Mauer gesprengt. Ja, geil, wa? Könnt ihr mal sehen. Oh oh. Oh, wir haben Glück gehabt. Und ein Stern. Nice, ein Stein. So, wie viele Sterne haben wir denn jetzt überhaupt? 9. 9, alles klar. Also das Spiel wird, wie gesagt, wahrscheinlich nicht jetzt ewig lange gehen, aber... Also wir sind, nicht so wir groß sind halt sehr gespannt, was die Parts angeht. Wir wissen es halt einfach nicht. Ja. Die Sterne sind die einzige Orientierung, die man vielleicht hat. Aber wer weiß, was bei 30 Sternen passiert. Vielleicht musst du dann nochmal 60 Sterne sammeln. Weil die weiß Karten, nicht. 23 Karten... Hm. Müssen wir aber erstmal gucken, wo wir überhaupt. Ach, fuck. Das ist ein bisschen blöd. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Es gab jetzt nur eine Hälfte da unten. Na, einfach weitergehen. Naja, aber hier haben wir doch jetzt alles abgegrast. Ging ja jetzt hier nicht weiter. Hm. Aber was da unten? Oder haben wir jetzt irgendwas da unten vergessen? Wir haben jetzt auch nichts bekommen, was uns irgendwie weiterbringt. Hier war nur dieses Rätsel. Ja. Dass wir da unten irgendwas vergessen haben, aber ich glaube nicht, nee, da war ja nichts weiter. Also ich guck nochmal lieber sicherheitshalber. Das Tor hat sich ja nochmal geöffnet, aber... Naja, dass wir wieder raus können, dass du zurückkommst, ja. Oh, jetzt nicht, dass die Gegner jetzt wieder neu spawnen. Die bringen ja nicht mal Erfahrungspunkte. Ja. Nee, okay, das ist schon mal cool. Vielleicht geht es hier unten noch weiter. Nee. Aber nochmal zu der Story mit den Lösungsbüchern. Also, ich kenne das doch von meinem Bruder, der hat halt wirklich Monkey Island die Spiele gespielt, wo es halt noch kein Internet gab, so wirklich. Auf jeden Fall. Und da hat er. Gar nicht wusste, wie es weitergeht. Genau, und da hat er halt Klassenkameraden gehabt, die weiter waren, aber die haben es ihm einfach nicht gesagt. Die haben ihn dann einfach eine Woche verhungern lassen da. Also, ja, krass. Das ist schon gemein, ne? Da kann ich mich auch noch dran erinnern, da hatte ich einen Kumpel. Bei dem haben wir irgendwie Final Fantasy 9 gezockt oder sein Bruder hatte das gezockt und der hat dann immer mit irgendjemandem telefoniert, der dann irgendwie schon weiter war und so. Also richtig krass also das, und das sind halt auch alle zur Gründe, warum Zocken damals noch was ganz anderes war, weil es halt einfach auch ein viel krassere Erfolgserlebnisse gab und so, ne? Ja, heutzutage machst du Internet auf, gibt ja 1000 Komplettlösungen zu jedem Spiel. Oder Let's Plays oder sonst was, ne? Das ist halt einfach nicht mehr so... Klar, Zocken ist beliebter geworden, ein bisschen massentauglicher, das ist nicht mehr so... Ja, so verrufen, sage ich mal, ne? Aber irgendwie gleichzeitig dadurch auch einfach nicht mehr so faszinierend. Also, finde ich halt. Ne? Ja, also, das ist immer noch geil und so, aber... Zu. Klar. Wir kommen ja aus der gleichen Ära. Ja. Ich meine, klar, das Alter spielt natürlich ohne Rolle, aber... War schon irgendwie echt extrem geil damals. Ja, und nun? Oder hier bei Tomb Raider, die Lösungsbücher, wo man immer diese drei geheimen Sachen pro Level findet. Dass du, ich weiß gar nicht mehr, was du am Ende davon hattest, aber... Tomb Raider auch, so ein Ding, ja. Ja, das war schon halt ziemlich crazy. Und muss man auch dazu sagen, die Spiele waren ja früher auch bedeutend schwerer, ne? War ja alles auch noch nicht so casual-mäßig. Ja, sie konnten ja auch noch nicht so viel Speicherplatz benutzen. Und da mussten sie halt, um das Spiel ein bisschen in die Länge zu ziehen, mussten sie halt einfach schwieriger machen. Das war halt die einzige Möglichkeit, dass die Spiele länger gespielt werden.
Außer du hast so einen Crack wie mich, der jedes Spiel in 5 Minuten durch hat. Ja, du, klar. Aber so wie Evoland, wir sind ja im Grunde jetzt bei Minute 4. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Wie es halt wirklich gerade nicht. Oder ob wir jetzt noch einen anderen Ort finden. Doch auch nicht. Also kann man den hier irgendwie anzünden durch irgendeinen Fernschuss oder so? Das bringt nichts, ne? Ich weiß es nicht. Das sollte bringen, ja. Da ist eine Truhe. Ja, die gibt's schon lange. Aber. Ja, ja, nee, aber das heißt, wir müssen hier nicht weg. Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht müssen wir das wirklich irgendwie anzünden. Wie ist die Frage? Oh, wo kommen die denn alle her? Gut, einfach mal bei allen Feuerstellen random in alle Richtungen schießen. Na komm, ja. Im Grunde braucht man die nicht besiegen, weil keine Erfahrung und volles Leben, alles cool. Denkst du, unser Held ist mit Absicht grün? Oder ist das Zufall? Ist ja nicht Zufall. Aber stimmt, könnte eine Anspielung sein an Link. Aber wo will man da jetzt durchschießen? Wir müssten hier die Feuer anzünden hier irgendwie, ne? Naja, das meine ich ja. Das bringt halt irgendwie alles nichts. Schieß einfach mal nach links. Das haben wir ja schon mal gemacht. Dann schieß nach rechts. Das ist oben, unten. Das ist echt tricky. Warte mal, was ist denn hier eigentlich? Hier, guck mal, hier kommen wir auch noch lang. Ja, da musst du wieder die Zeit. Aber dann müssen wir da oben. Oh, die Katze, die geht gerade richtig ab. Kannst du von hier oben runterschießen in den Kristall? Nee, kommst nur da. Ja, warum der Kristall da ist? Du müsstest halt da oben, wo der Baum ist, ne? Oben im Bild ist doch der Baum. Du müsstest noch eins weiter rüber können. Also jetzt. Von hier, nee, eins rüber und jetzt müsstest du gerade durch runterschießen können. Na, können wir ja aber nicht, ja. Ja, aber ich meine nur, da wäre die Position. Ja. Wie machen wir das? Da müssen wir unten lang. Das ist jetzt der Trick, das ist klar. Wie können wir von da die Zeit. Achso, na warte mal. Nee, dann kommen wir ja da wieder nicht lang. Wenn du jetzt einfach nach unten schießt, nee, ne? Nee, nee, das bringt ja nichts. Tja. Wenn wir jetzt hier die Zeit ändern, dann kommen wir wieder hier oben nicht lang. Mhm. Aber auch wenn es hier brennen würde. Brennt nicht. Ist halt hier ein Baum da irgendwie. Nee, ich meine, es ist nicht auf derselben Linie. Ja. Diese scheiß Bäume sind im Grunde das Problem. Und hier können wir auch nichts. Müssen wir auch erst dann wieder hier lang. Ah nee, Quatsch, den Baum haben wir ja abgefackelt. Sehe ich gerade. Ach so, na pass auf. Dann machen wir das erstmal so. Mensch, voll Kniffle hier, scheiße. Ich meine, ihr lacht uns wahrscheinlich aus und denkt euch, ha, diese Loser. Das fällt mir jetzt das erste Mal auf, wenn du 3D bist, ist der Sound Stereo. Ja, ja. Und 2D Mono. Naja, nee, das ist einfach so ein bisschen anders. Ist nicht mehr so 8-Bit-mäßig, ja. Ja. So, das bedeutet, wir können jetzt hier nämlich lang. Sehr schön. Dann machen wir so. Und dann kommen wir hier lang. Mann, haben wir doch. Wollt doch sagen. Das ist so ein Link-Cloud, den wir gerade spielen. Nice Stein. Die Frage ist nur, was das letzte gebracht hat. Ja. Irgendwas hat es angefackelt, ein Baum. Vielleicht ist das ein Baum von der Kiste, wo wir nicht rankamen oben. Irgendwie. Müssen wir mal schauen. Aber guck mal, hier geht's ohne. Achso, hier können wir ja wieder die Zeit ändern. Ödland hier. Jetzt können wir da weiter. Das Vieh ist eigentlich egal, hier geht es auch nicht weiter. Da oben ist wieder so ein Baum. Gehen wir erstmal hier lang. Oh, Annika hat was zu erzählen. Seht euch um. So viele tote Bäume. Das Böse hat sogar schon den Heiligen Heim befallen. Wir müssen nach Aogai eilen und mit meinem Onkel sprechen. Wir müssen die zweite Hälfte des Amuletts finden, bevor es zu spät ist. Na, dann machen wir das doch. Ach so, das ist der Ausgang. Ja, aber die Truhe, die brauchen wir doch. Oh, jetzt sind wir wieder am Anfang, oder was? Ärgerlich. Nee, nee, also die Truhe will ich schon noch haben. Aber jetzt müsstest du ja wieder alles aktivieren. Ja, warte mal, so weit wart er jetzt, glaube ich, nicht. Jetzt können wir hier lang. Zack. Ach nee, das ist schon abgefackelt sogar. Okay, sehr gut. Also, Das ist doch nicht so schlimm.
So, schau. Dann laufen wir hier einfach nur noch mal schnell lang. Da oben brauchen wir jetzt auch nicht mehr lang. Ja, ich finde das Schwert ist schon ein bisschen sehr kurz. Cloud sein, es war ein dickerer Knüppel. Ey, Digga. So, hier brauchen wir auch nicht lang. Hier geht's nicht lang. Hier unten ging's lang, genau. Da haben wir auch ewig gesucht. Mir wird schon ein bisschen warm hier. Ey, auf jeden Fall. Also. So, jetzt sind wir doch schon wieder hier. Es ist wirklich mega warm. Jetzt draußen geht's halt auch gerade übelst ab hier mit Blitzen und Donner und Gomorra. So, das haben wir doch eigentlich angezündet gehabt vorhin, ne? Weil dann ist das, was du angezündet hast, wo du vorhin unten warst, naja. Wo wir uns gefragt haben, was das gebracht hat, oder? Was würde das gewesen sein? Schauen wir mal. Hier geht's ja auch noch weiter. Ne, hier, guck mal, das brennt doch jetzt. Die Frage ist nur, was das bringt. Irgendwann hast du... Jetzt brennt das Ding da drüben. Ja. Was bringt uns das jetzt? Kommen wir jetzt an diese fucking Truhe. Die will ich schon noch haben, ne? Schieß mal runter. Schieß mal runter, genau. Muss doch was bringen, dass wir das hier zum Brennen kriegen. Links, ne? Noch irgendwas? Oder was willst du jetzt anzünden? Ja, weiß ich ja noch nicht. Ich weiß das selber nicht so richtig, was ich hier eigentlich will. Kann man hier von rechts nach links kann man nicht schießen, ne? Ja, aber da haben wir der Herr. Ne, in die andere Richtung. Aber es bringt ja nichts. Ja, okay. Gott sei Dank haben wir unendlich Pfeile. Das ist schon mal ganz gut. Wir gucken nochmal unten. Geht auch nicht. Nochmal außen rum. Jetzt ist ja der Brunnen hier wieder. Achso, Moment. Stimmt. Ist jetzt gerade nicht so mega spannend, ich weiß, aber. Hört dazu. Ich will diese scheiß Truhe. Da kriegt halt keine Ruhe jetzt, wenn wir da. Die Katze lässt keine Ruhe. Ich hoffe, ihr hört das nicht so doll. Ansonsten ist es halt der Miau-Part. So. Mal wieder hier runter. So. Ist jetzt ein bisschen viel Latsche, aber so ist es nun mal. So, und jetzt nochmal zurück. Also irgendwie muss es ja möglich sein, an die Truhe zu kommen. Meine, zurück müssen wir jetzt ja sowieso nicht, weil wir können ja da unten dann auch raus. Das muss ja irgendeinen Sinn haben, dass wir da diese Dinge anzünden konnten. Aber was wird da jetzt groß anders sein? Groß anders sein. Ha, Wortspiel. So. Okay, der ist jetzt weg. Hochschießen bringt nichts, ne? Haben wir ja gemacht schon, oder? Aber nochmal. Guck jetzt erstmal, hier ginge doch. Ah, guck mal hier, jetzt geht's hier noch lang. So, und hier müssen wir hin, da ist die Truhe. Also das mit dem Feuer ist, glaube ich, wirklich gar nicht relevant gewesen. Nee, kann sein, dass das wirklich nur leere Stellen waren. Wir müssen jetzt also im Grunde... Ja doch, wir müssen mit dem Feuer das Ding hier irgendwie abfackeln. Ah, ist ja nichts passiert, haben wir ja versucht schon. Och, oder kannst du von hier kannst du keinen Kristall treffen, ne? Nee, so richtig nicht. Das gibt's doch nicht. Das Rätsel will ich jetzt lösen, die Scheiße. Okay, wenn du jetzt unten an den Kristall wieder haust, dann ist der Baum ja wieder am Weg, Scheiße. So sieht's nämlich aus, ja. Und hier andersrum geht's nicht, ne? Nee. Aber wir haben doch alle probiert, in alle Richtungen geschossen. Ich will eigentlich meinen, dass das eh eine Linie war, aber... Ha, oh, das tricht mal auf, ich will das schaffen, ich will echt nicht... Die Kamera nervt halt auch ein bisschen, man kann nicht wirklich weit jetzt gucken, ne? Werden wir es schaffen. So, hier kommen wir jetzt auch wieder nicht durch. Ach, so ein Scheiße. Dann müssen wir immer erst wieder da runterlatschen, das nervt halt auch. Ist, glaube ich, jetzt als Let's Play wirklich ein bisschen blöd, hier ewig rumzuschauen. Du hast mir gesagt, John liest alle vom Zettel ab, das wird schon. Und jetzt hängen wir hier fest. Aber ditte und dann ditte. Und eigentlich hätten wir doch dann nur von da oben... Pass mal auf, ich hab das Rätsel zur Lösung.
einen entscheidenden Fehler gemacht. So, auf. So, jetzt müssen wir leider nochmal hier runter. Ich weiß, das ist nervig. Aber ziehen wir jetzt durch. Ihr wolltet doch auch. Ihr wolltet doch wissen, was da drin ist. Bestimmt ein Stern oder so. In diesem Part echt im Grunde noch, gar nicht, ist noch gar nicht vorangekommen. Filler-Folge. Eine Filler-Folge. Typische sozusagen. Filler-Folge. Ja, als großer Naruto-Fan müssen wir das natürlich auch mal machen. Naruto? Ja. Ist das Nutella oder? Das ist Nutella. Kann man da essen? So sieht das nämlich aus. So, jetzt müssen wir nämlich, und das Problem war nämlich, wir sind in der 3D-Version darüber gegangen und dann brennt das der Baum ja nicht. Das muss ja die Saat sein. Ja. So, wenn wir jetzt aber hier runterschießen, dann brennt's. Oh, dieser Typ ist so schlau. Hat sich aber mega feiern lassen. Jetzt, ist ja auch bald. Ist ja auch ordentlich. Ich dachte jetzt wirklich, scheiße, nicht schon. Ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Ist doch schon mal etwas. So, jetzt müssen wir wieder hier runter. Oh, das ist echt. Dass man hier immer erst außen rum muss. Aber ihr seid es ja gewohnt, wenn man so Famer-YouTuber ist wie Rin, der Kanal, ne, dann will man ja die Parts in die Länge ziehen. Da läuft man einfach absolut ein bisschen hin und her. Wir wollen ja auch Kohle verdienen, genau, ist ja klar. Es geht nur um die Kohle. Wie das halt so ist bei YouTube. So, jetzt aber. Meine Fresse. Also kann man tatsächlich True noch krass auch auslassen. Also ich meine, ist ja schon... Ich bin echt mal gespannt, was da drin ist. Muss man ja schon noch ein bisschen mehr hier machen. Bestimmt einen Stern oder so, oder eine Karte. Bestimmt nur 100 Liss. Also auf jeden Fall nur Stets, was irgendwie die Spielmechanik verändert. Jetzt musst du nochmal groß sein. Mein Gott, ey, da hätten sie aber auch wirklich einen Schritt weniger machen können. Das ist dann auch nur noch viel larger eigentlich. So, aber wir können jetzt endlich uns die Truhe holen. Ich bin richtig gespannt, was da jetzt drin ist. Oh. Ich sag einen Stern. Ich sag 100 Geld. Eine Karte! Yeah, die Karte Annika! Nice. So, und somit haben wir auch 5 Karten und können dann, falls wir da nochmal hinkommen, Doppelzwilling spielen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass man die Karten nicht angucken kann, weil Annika, wer weiß, was da drauf ist auf der Karte. Ey, du, da muss man aufpassen. Ja, im Spiel werden wir die dann wahrscheinlich sehen. So, jetzt können wir anfangen mit dem Part. So, jetzt kommen wir endlich raus hier. Wir haben erst ein Amulett, ne? Genau, zwei, wir sollen jetzt zurück zu Steffen gehen. Das heißt, wir können auf jeden Fall in dieser Partie vielleicht noch in diesem Part vielleicht noch eine Partie Doppelzwilling zeigen. Ich finde, das ist ein ganz guter Einstieg für einen neuen Part. Für Note. Schauen wir mal. Mal zeitlich schaffen. Boah, One-Hit. Nein, ich hab's gewusst. Aber gut, ist nur ein Vieh. Haben wir schnell down die Scheiße. Machen wir nochmal heilen. So. Konnte ich jetzt eh nicht. War nicht dran mit Annika. So, erstmal safe. Endlich mal wieder speichern, ey. In Sicherheit. Okay, wie machen wir das jetzt? Ja, mach eine Runde noch. Machen wir noch schnell eine Runde. Die 3 Minuten haben wir jetzt auch noch. Dum, dum, dum. Dann geht so ein Spiel wahrscheinlich 90 Minuten. Ich wollte gerade sagen, so voll Magic. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Schau mal. Ja. Regeln. Ja, oder wir lesen uns jetzt mal die Regeln durch. Jeder Spieler beginnt mit 5 Karten, die willkürlich aus seinem Stapel gezogen werden. Bei 5 Karten wird schwer. Exodia. Die Spieler platzieren Reihe um Karten auf dem Brett, bis es voll ist. Ihr könnt Karten des Gegners aufnehmen, wenn ihr eine Karte, wenn ihr ihre, was, einen Türmwert entsprechend daneben platziert. Achso. Der Spieler mit den meisten Karten für seine Farbe gewinnt das Spiel. Na siehst du, ist doch gar nicht so schwer. Nö. Dann machen wir noch schnell eine Runde. Und los. Boah. Welche Farbe? Die Zahl oder was? Also hat das so ein bisschen Ähnlichkeit mit... Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Triple Triad oder so hieß es, glaube ich, bei Final Fantasy 8. Jetzt musst du eine höhere Zahl an die 4 legen, oder? Ja, aber natürlich gucken, dass hier wäre zum Beispiel geil. Ja, ist zu stark. Die müssen wir aufheben. Ja, hier dann machen wir erstmal ihn hier. Ding daran, ja. Jetzt müssten wir das kriegen, oder? Zack. Ja, genau. Das kriegt er, okay. Nee, die heben wir auf. Wie viel hatten der? Ja, wieso Kuba? Ist doch aber geil. Ach, für die Mitte, ne? Ja, für die Mitte ist, für nice. Mitte ist das doch perfekt. Weil dann kann er uns wahrscheinlich auch nicht mehr schlagen. Ich spiele die hier. Kann er die hier noch holen? Das Ding hier, wenn wir. Guck mal hier, der ist auch richtig gut. Zack. Das läuft doch. Jetzt kann er uns eigentlich schon kaum noch besiegen.
Nee. Okay. Nee, kann er nicht. Nee, der Stahl, der ist egal. Nee, nee, wir machen den hier, dann holen wir uns den auch zurück. Nee, ich meine, bei dem BMW wäre das jetzt egal gewesen. Ja, den, stimmt. Den, der jetzt stimmt, hat betet 4, ja. You win, 4-7. Geiler Scheiß. Ja. Naja, ist doch kleines, nettes Spiel für zwischendurch. Kartenspiel, ihr habt eine Runde Doppelzwilling gewonnen. Wir müssen jetzt eine Karte gewonnen haben eigentlich, oder? Ach nee, du kannst danach mit dem Quatschen mal nur noch mal an. Wir mal nur gucken. Ja, ja. Anquatschen, ob du jetzt Mitte spielen könntest. Ja. Ja, okay. Also, sozusagen. Na gut, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Auf jeden Fall wartet für heute in diesem Part leider ein bisschen viel hin und her rennen und die Rätsel. Aber sowas gehört ja auch dazu. Schön, dass man auch sowas hat hier. Sehr und, schön. Und ja, geil, noch eine Runde Triple Trial, was auch immer, wie das hier heißt. Doppelzwilling, genau. Ihr sehen und wir sehen uns dann im nächsten Part bei Evoland wieder. Bis dahin. Boys and Girls. Bleibt cool. Tschaußen.